Hey Leute und herzlich... Omel, was ist los mit dir? Willkommen zu Dark Souls 2. Ja, Omel scheint es ziemlich selbstsicher zu sein heute. Naja, ob das so gut ist, ich weiß ja mal nicht. Der Spiegelritter, der heute ansteht, ist... Naja, eine harte Nuss, würde ich sagen. Zeta, ich wollte mal kurz gucken, ob ich nicht ein Schild habe, was bessere... Blitzabwehr hat. Okay, das Turmschild hat schon mal... 9,5. Es ist besser, um 9,5 Punkte. Ui, das hat einen sogar von 71, aber dafür ist der physische Schaden eben. Den brauche ich unbedingt. Havels Schild natürlich. Was ich sogar tragen könnte? Ja, stimmt. Aktuelle Werte. Oh, es wäre jetzt aber perfekt, Leute. Ah, okay. Und das machst du dann. Boah, sogar 90, aber wieder der physische Schaden. Na, ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal das Turmschild. Das hat immerhin noch 100% auf physischen und 50% dann auf Blitz. Vielleicht rettet es uns ja irgendwie. Naja, auch wenn ich irgendwie ein bisschen Schiss habe. Das wird nämlich ein harter Kampf. Mal wieder. Bin mal gespannt, ob ich das genauso gut hinbekomme wie beim letzten Mal. Vielleicht hatte ich auch nur extrem viel Glück. Wer weiß das schon. Na toll, jetzt kommen erstmal wieder die ganzen Viecher. Die haben echt einen ziemlich starken Angriff, sind aber so an sich von der Energie nicht so hart. Also das geht. Man müsste die irgendwie einzeln locken können, aber der läuft da durch. Wahrscheinlich hat er die schon getötet. Ja, also da kommt jetzt schon mal der eine. Vielleicht klappt das ja. Ne, da hinten kommt gleich noch einer. Ach, Menno. Okay. Gemein, ey. Wow. Oh Mann, die sind voll Banane eigentlich. Hätte ich auch machen können, ne? Immer wieder zum Feuer hin und her und die Viecher dann besiegen. Ich denke mal, das geht sogar ganz gut. Wenn man das dann mal versucht. Aber ich meine, so schwer ist es jetzt ja auch nicht. Haben wir alle? Ich glaube schon. Nur noch hier unser Kumpel. Dasselbe Schild wie wir. Oh, okay, hat nicht geklappt. Kleiner Backstep. Oh, jetzt zählt er sich mit. Auch nicht schlecht. Komm schon. So. Oh, nicht tot. Gar nicht gut. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, ich mache mich nochmal menschlich. Ja, schnell, bevor der Lebensstein. Ja, klappt das noch? Ich glaube nicht. Doch, der Lebensstein wirkt noch. Und? Ah, nicht voll. Schade. Okay, Leute, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch den Feuersturm drin. Ich weiß aber nicht, ob der zum Einsatz kommen wird. Ich finde das jetzt nicht so prall. Ich meine, gut, das ist Flächenschaden. Für viele Gegner vielleicht gut, wenn man einen Überraschungsangriff starten möchte, aber... so ist es mir eigentlich lieber, wenn ich einzeln mit Feuerbällen schießen kann oder werfen kann. Einmal durchatmen, Urmel. Ja, heute bist du der King. Ich merke das schon. Sehr voreingenommen von dir. Los geht's. Runde Nummer 2 gegen den Spiegelritter. Ja, okay. So ein Sprungangriff von ihnen zieht uns erstmal von vollständig die ganze Ausdauer ab. Okay, machen wir mehr Schaden, bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber vielleicht geht's ja. Vielleicht haben wir heute einfach ein bisschen mehr Glück. Ja, das ist nicht gut. Ist okay. Oh Gott, dieses Schild. Das hätte ich auch gern. So ein Schutz, wie das bietet, ey. Hammer. Komm her, mein Freund. Ah, was machst du? Wunderbar. Oh Gott, nee. Ah, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, oh. Oh, das ist heftig. Wer wenn man angelaufen kommt. Davon gab es eine Figur zu gewinnen. In dem Gewinnspiel. Gab es auch einen ganzen einen Gaming-Rechner gab's und also ein Krams. Okay, wenn ich mich schütze, geht es eigentlich. Das behalte ich jetzt so bei. Okay. Da bereite ich vor. Ich versuche jetzt mal das Phantom gleich zu bekommen. Oh, wunderbar, fast tot.
Das ist gut, Leute. So mache ich das jetzt immer. Dann geht das doch. Also dann sollte der jetzt hier gut möglich werden heute. Oh. Heil? Ein Lebensstein, meine ich. Kein Heilungsstein. Also geht da eigentlich aufs Gleiche hinaus. Oh mein Gott. Oh ja, okay. Wow. Ich muss immer nur auf der richtigen Seite stehen. Okay, okay, okay. Alles ist gut. Super, meine Chance. Ein Angriff reicht mir. Komm, Spiegel. Spiegi. Müsste mir immer Spitznamen für jeden Boss ausdenken. Ja, ouch. Das hat weh. Aber es geht im Moment, Leute, muss ich sagen. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Leute, bin ich doof? Komm. Na, oh, das sollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Bin nicht so cool. Oh. Okay. Ich hätte gerne eine Vollheilung, wenn es geht. Nicht nochmal so ein Zeugs wie letztes Mal, wo ich aus Blödheit gestorben bin. Oder vor Blödheit. Yep, das ist okay. Das ist wirklich super. Na, so reicht mir das schon. Ah, nicht gut. Weg, 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 weg. Okay. Mittlerweile kennt man es dann schon gut auswendig, muss ich sagen. Boah, er geht. Okay, Leute, das ist jetzt vielleicht... das Finale wollte ich gerade schon sagen, aber ich glaube nicht. Okay, ich kümmere mich lieber um das Phantom. Na, okay. Schild! Ummel! Okay, jetzt wieder ein bisschen überlegen. Das ist dieselbe Situation fast wie das letzte Mal. Na, ah, das doofe Phantom muss echt weg. Das ist auch alles richtig, richtig doof. Okay, Heilung. Komm schon, hau ab. Nein! Hohoho! Leute, Hilfe! Ja. Okay. Abhauen, Heilung, Heilung, Heilung. Ach, sehr schön, das Phantom war ein bisschen zu doof gerade. Komm schon. Okay, das trifft uns, glaube ich, nicht. Wir stehen zu weit weg und... tot bist du. So, mein Freund. Die letzten Schläge, die kriegst du jetzt von mir. Und zack. Yippie. Wir haben es geschafft, Leute. Yay. Spiegelritterseele erhalten. Krass. Boah, wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, die Spiegelritter-Trophäe. Das lobe ich mir. Da ist der Korridor. Oh, ich würde sagen, nichts wie raus hier. Geil, 46.000 Seelen. Das ist nicht schlecht. Gibt es irgendwelche Geheimnisse? Ich glaube es eigentlich nicht. Gar nicht mal so lange gedauert. Gerade mal so ungefähr 9 Minuten, glaube ich, der Kampf. Das geht. Also beim letzten Mal fand ich ein bisschen schwerer. Das kann natürlich jetzt auch am Schwert noch liegen, dass wir ihn mehr abgezogen haben. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl, okay. Dahinter geht aber noch was, oder? Oder auch nicht. Tolle Aussicht voraus. Ach ehrlich, man sieht einen Berg. Ganz wunderbar. Ah, eine Truhe, Leute. Aber die Atmosphäre beim Kampf war geil und die Musik und ach, eigentlich alles. Ich muss wirklich sagen, bisher der Gegner, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Seelenblitz, Zauberquarzring plus 2 und Asketenleuchtfeuer. Okay, das ist alles eher für Magier. Aber nicht so schlimm. Denn im Trailer schon fand ich den so beeindruckend und jetzt endlich mal gegen ihn gekämpft haben zu dürfen. Wahnsinn, richtig cool. Ich mag es eh so, wenn das so Mann gegen Mann Kämpfe sind. Auch Dämonen, riesige Dämonen sind absolut Hammer, auch optisch. Aber so ein richtiger Kampf, Schwert gegen Schwert, Schild gegen Schild, ist schon was Besonderes. So, und wo geht's jetzt hier hin? Hoffentlich nicht in mein Verderben. Am besten nochmal ein Leuchtfeuer und ich nehme hier das kohleartige Harz raus, was ich zur Vorbereitung eigentlich drin hatte, aber das habe ich ja gar nicht gebraucht. Von daher alles ist alles gut. Ja, Ome, komm, jetzt kannst du es dir nochmal geben hier. Yeah.
Okay, gut, du hattest recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Heute bist du gut drauf. Boah, es geht tief runter. Tötet mich nicht. Wie, wo sind wir denn jetzt? Okay. Das ist bestimmt. Erinnert ihr euch, in irgendeinem Part haben wir einen Baum gesehen, einen riesigen Baum. Das wird bestimmt hier irgendwie die Wurzel sein. Oh Gott, ich habe keine Lust drauf. Oh, Leuchtfeuer. Ist das ein. Nein. Verdammt. Kein Leuchtfeuer. Aber ich will. Immerhin haben wir gerade einen Boss besiegt. Wo bleibt das Leuchtfeuer? So, dahinter ist auf jeden Fall Schatz. Können wir bestimmt kaputt machen. Jupp. Grüne Blüte. Okay, da haben wir den schönen Ausdauerring. Okay, nehmen wir die mal mit. Vielleicht können wir die ja gebrauchen. Boah, eine Stunde haben wir Licht. Ich höre jemanden singen. Oh, und da ist ein Leuchtfeuer. Schrein von Amana. Okay. Krass, wo sind wir denn? Ich frage mich gerade, wir sind jetzt ja nicht mehr im Schloss, aber wir haben den Schlüssel auch noch gar nicht erhalten, oder? Für dieses komische Silent Hill-artige Monster im Schloss. Puh. Und bei der Königin, wenn es die Königin war, waren wir auch noch nicht. Oh Mann, so viele Geheimnisse. Zerdorer Höhlenschlüssel, Zahnschlüssel. Ich gucke jetzt nochmal kurz. Ah, hier den Eisenschlüssel, den haben wir auch noch gar nicht benutzt. Untotenkerker. Nö. Also, wir haben noch keinen Schlüssel bekommen. Na gut, Leute. So schön der Gesang auch ist, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück nach Medjula und verbrauchen unsere Seelen. Boah, juhu. Spiegelritter geschafft. Ich wollte gerade Zwiebelritter sagen. Aber das wäre ja der gute Siegmeier auf Katarina aus Dark Souls 1. Oh, finde ich gut. Also hatten wir den auch jetzt ganz gut unter Kontrolle. Und es ist wirklich super, das Phantom erstmal anzugreifen, wenn es da rauskommt. Weil die beiden brauchen wohl eine ganze Weile, bis sie sich dann irgendwie aufrappeln, gegen mich zu kämpfen. Gut, beim zweiten Phantom hat es nicht so gut geklappt, aber. Naja. Angeblich kann da ja sogar aus dem Spiegel ein gegnerischer Spieler rauskommen. Sehr krank. Also wenn das der Fall gewesen wäre, wäre ich tot. Wenn das so ein kranker Magier so ist, wenn ihr versteht, wie ich meine, dann ja, Pustekuchen, wäre ich tot gewesen. Okay, wir haben nichts, keine Scherben oder so. Belastung, machen wir jetzt Belastung. Wir machen noch ein bisschen Stärke. Auf 40 oder so und dann setze ich wieder den Rest auf Belastung. So könnten wir es eigentlich machen. Eine Stufe müsste doch noch gehen. Ja. Ach, wunderbar. So, von dem Rest holen wir uns natürlich wieder ein paar Lebenssteine. Oder können wir jetzt hier irgendwelche Brocken kaufen, weil wir den Spiegelritter besiegt haben? Oh. Giftstein. Blutungsstein. Okay, sie kriegt also je nachdem, wie weit wir sind, immer ein bisschen mehr. Aber immer noch kein Brocken, den wir jetzt bräuchten, um unser Mastodon-Großschwert zu verstärken. Von daher würde ich sagen, okay, wir gehen weiter. Welches Schild nehme ich denn jetzt am besten mit? So. Gift und so. Ja, ich meine, diese ganzen Werte und so braucht man meistens nicht und ich finde, es sieht einfach ein bisschen schicker aus und passt zur Rüstung. Nehmen wir doch das schöne Gürm-Großschild. Ja, okay, es gibt noch nichts Neues. Everyone. Oh nein, oh. Gegenstand kaufen. So, meine gute alte Freundin. Ja, mit dem ganzen Zeugs.
Ach, schön, dass das endlich verkauft wird. Ich liebe Lebenssteine. Eine der schönsten Erfindungen in Dark Souls 2. So, jetzt bin ich aber gespannt, wo unser Weg hier, wo uns das hier hinführt. Schrein von Armana. Wir sind hier im Schloss noch nicht fertig. Das kann nicht sein. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Gebetsturm. So, wird's hier richtig? Genau. Na schön, schauen wir uns das mal um. Vielleicht müssen wir ja erstmal hier lang. Das kann man ja nie voraussehen. Ach, irgendwie bin ich gerade, habe ich gerade so die Ruhe weg, muss ich sagen. Also Spiegelritter geschafft, das war so ein Ziel, so ein persönliches Ziel. Und jetzt ist erstmal alles gut. Das kommt mir so bekannt vor, diese Melodie so ein bisschen. Okay, also hier gibt es weiter nichts. Müssen wir wohl die Treppe runter. Boah, was ist das da unten? Eine Holzhütte? Eine Strohhütte? Ich könnte mir vorstellen, wer da drin ist. Hat was mit dem Anfang zu tun des Spiels. Und da unten sind irgendwelche Wesen. Ugh, Mann. Neue Gegner. Der Gesang wird lauter. Ein Stein. Hier liegt einfach mal ein Stein. Einfach so. So, eine Tür. Na. Das wirkt mir alles schon wieder sehr suspekt. Komm ich denn da ran? wie soll ich da rankommen? Ehrlich jetzt, wie soll das gehen? Ich meine, ich könnte es riskieren, aber... Murmel, nimm es dir einfach. Wir rollen mal. Oh. Okay. Flammenschmetterling, glitzerndes Titanit. Okay. Der Gesang kommt sicherlich aus der Hütte, oder? Hm, gefährlich. Sieht aus wie Magier. Oder sowas. Oh, was geht mit dir? Großer Schaden. Oh, wir sind langsam. Ich glaube, das geht noch, aber ich will noch gar nicht in die Hütte. Dann müssen wir schon. Wartet mal ganz ruhig bleiben. Gucken wir uns hier mal genauer um. Wahrscheinlich führt die Treppe direkt hier runter, die eine. Kurz vor der Tür von vorhin. Oder von eben. Boah, das ist alles sehr, sehr interessant. Oh, was ist das? Okay, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn uns das jetzt getroffen hätte. Springt uns da so ein Vieh an. Hammer. Okay, raus hier aus dem Wasser. Ist ja eklig. Ich lieber noch einen Lebensstein nehmen, wer weiß. Ja, okay, gut. Aber hier ging es doch noch geradeaus weiter. Das war jetzt nicht nur der Flammenschmetterling. Können wir auch eh gar nicht so oft gebrauchen, muss ich sagen. Oha. So viele Wege. Das mag ich, ja. Okay, ein Pilz. Bist du böse? Okay, er ist böse. Ich glaube, er macht meine Ausrüstung kaputt. Hat denn jetzt irgendwas davon Schaden genommen? Ich hoffe nicht. Nö, alles gut. Es hat mich irgendwie nicht getroffen. Ein Lebensstein. Ach, der Gesang ist toll. Wunderbar, kein... Verwecktes Dämmerungskraut, Skeptikergewürz. Nee. Auch das geheimnisvoll. Ich finde das cool. Ich könnte mir jetzt hier ewig lauschen und einfach meine Klappe halten. Na gut, ich glaube, das nächste Ziel wird dann die Hütte sein.
Hoffentlich sind sie nicht wie diese komischen Wasserviecher. Ach doch, da sind sie schon wieder. Sind die das, die so glitzern? Machen wir mal kurz den Feuersturm. Seht ihr, das meine ich. Also gezielt anwendbar, keine Chance. Boah, was seid ihr? Sieht nicht gesund aus. Es sind noch so viel davon im Wasser. Okay, Blutungsschaden. Oh, und wir treffen dich mit dem zweiten starken Hieb. Gefährlich. Das sieht cool aus. Soll ich schon in die Hütte oder mag ich mich erstmal noch umgucken? Noch so ein Vieh. Ja, ich treffe damit wirklich nicht. Oh. Ich würde sagen, ich gucke mich erstmal noch mal ein bisschen im Wasser um. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Okay, der glitzert jetzt zum Beispiel nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Drüben sind Schätze. Also ich würde sagen, nach hinten gehe ich noch nicht, aber... Hier ist eigentlich auch nichts weiter. Vielleicht gehe ich doch erstmal in die... Das... Nein! Ach, wirklich jetzt? Okay. Gut. Dann lieber nicht. Toll. Wo soll ich denn wissen, dass man da runterfallen kann plötzlich? Gemeinheit. Ja, es ist Dark Souls. Eigentlich müsste ich es mir schon denken. Und ich renne da so freudestrahlend durchs Wasser. Aber gut, der Weg war jetzt zum Glück nicht mega weit. Ich überlege noch einen anderen Ring einzusetzen. Wir machen das mal so. Wenn ich jetzt sterbe, dann verliere ich wenigstens nicht immer so viel Energie. Genau. Weil es doch schon ganz schöner Unterschied. Beim ersten Mal verlieren wir nämlich gar nichts. Und dann wirklich immer nur die Hälfte so viel. Wie ohne dem Ring. Ach, guter Urmel, Junge. Du mit deiner Havelsrüstung. Du bist ein ganz schöner Badass. Ja, komm. Du Pi. Scheint irgendwie doch gar kein... Das ist kein Ma... Leute, der hat das coole Schild, was Ausdauerregeneration verspricht. Aus dem Ladescreen, glaube ich. Ich denke mal nicht, dass es so gut ist wie das Graswappenschild noch in Dark Souls 1. Das war ja irgendwie so fast mein Favorite. Boah, die sind richtig krank aus mit ihren langen Zungen. Gibt es auf der Seite vielleicht noch welche Geheimnisse? Ich glaube es nicht. Ein Menschenbild. Das ist gut. Ich würde wirklich gerne wissen, ob man die farmen kann. Oder ob die von jedem Monster wirklich nur einmal kommen. Oh, hier, ja. Okay. Alles ist gut. Von denen kriegt man sogar Blutungssteine. Oh mein Gott. Das da ist eine Fluchtruhe. Eindeutig. Kann ich da irgendwie was erspähen? Nee. Oh, eine Truhe. Ist die lieb? Ja, sieht gut aus. Rotes Wasser. Okay, wir könnten quasi durch das Haus oder um das Haus rumlaufen. Was ich ja natürlich nicht machen will. Ah, hier war doch gerade ein Monster. Ich habe da was gesehen. Bestimmt nicht allein hier in der Ecke, oder? Sieht fast aus wie Steine. Das ist eine gute Tarnung. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, Leute. Am besten Lebensstein. Da ist ein Boss drinne. Oder auch gar nichts. Ah, okay, doch. Da ist also die Frau oder das Mädchen. Wobei, sieht sie nicht genauso aus wie die Frau im Käfig bei diesem Silent Hill Monster im Dragonlake Schloss? Die hat auch ein grünes Gewand dann, oder? Okay, das ist verwirrend. We knew you were coming. And stop singing. Hä? We are Milfinito.
We are here to sing to those bound by death and dark. Mhm, du dürftest ruhig weiterreden. We will sing here forever. As we always have from long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Sehr interessant, aber sie sieht noch wirklich sehr menschlich aus. Do you seek King Vendrick? Ja, aber natürlich. But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. Hm. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Hm. Is there anything wrong? Perhaps this will help. Glatter seidiger Stein, juhu! Hm, was können wir damit eigentlich anfangen? Wir müssen wirklich mal zur Krähe. Wenn es sowas schon gibt, muss das so ein glatterseitiger Stein wirklich für irgendwas Gutes zu gebrauchen sein. Oder noch besser hier, dieses versteinerte Etwas. Versteinertes Objekt angenehmer Konsistenz. Äußerst glatterseitiger Stein. Ja. Hm. Kleiner glatterseitiger Stein. Wunderbar. Okay, also ich würde dich schon gerne mitnehmen. Du siehst recht schnucklig aus und deine Stimme gefällt mir auch. Du wärst, ich glaube, der passende Partner für den guten Urmel. Okay, kennen wir schon. Hm. Sehr suspekt. Aber sie redet immer von wir. Es ist doch gar kein anderer da. Ach, hier haben wir vorhin durchgeguckt, oder? Genau, und da haben wir die Tür gesehen. Das war's also auch schon. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr versprochen eigentlich. Ein bisschen mehr Infos. Aber das ist schon sehr interessant. Sie hat sich ja irgendwie bei einem Namen genannt. Wir sind so und so. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Und da drüben scheint es abzugehen. Ja. Ganz fein. Viele Seelen. Viele Monster. Wie komme ich da drüben hin? Also ich renne jetzt auf jeden Fall nicht über das Wasser. Ich habe ein bisschen Angst vor, muss ich ehrlich sagen. Ich wette, wenn wir weiterlaufen, kommen wir da irgendwie in die Nähe. Also... da hinten zu dem Schatz. Na, und sie singt wieder. Der erste kommt. Von mir aus gern. Das Gute an solchen großen Schwertern ist ja, wenn wir einmal treffen, können die Gegner kaum noch irgendwas machen. Glitzerndes Titanit können wir hier farmen wahrscheinlich. Geil. Das finde ich gut. Wunderbar. Okay. Kommt jetzt hier irgend so ein Vieh? Sehen eines verlorenen Untoten. Ja, ist gut. Ah, toll, beim dritten Schlag habe ich nicht getroffen. Ist schlecht. Das ist schlecht. Oh Gott. Bitte töten Sie mich nicht. Ganz ruhig. Sehr schön. Erzdrakengewand. Okay. Alter schimmernder Lebensstein, das sind also die Erzdraken. Sehen eines von den Untoten? Drei Fackeln, Leute. Braucht man denn so viel noch? Kannst mir kaum vorstellen. Müssen doch schon fast 2 Stunden Licht sein, was wir jetzt haben. Ich guck mal schnell. Na gut, 1,40 ungefähr. Wir haben echt ein super Schwert, also. Kann man nicht meckern. Ich glaube, ich sehe den Rand. Ja. Also man erkennt das. Das Wasser wird auf jeden Fall heller dann. Wenn das der Rand ist. Ich möchte das jetzt natürlich nicht ausprobieren. Oh, da hinten sind meine Reste, die habe ich ganz vergessen einzusammeln. Okay, macht nichts. Gucken wir uns mal das Erzdrakengewand an. Da ist es. Gar nicht mal so schlecht. Gewand der Erzdrakensekte aus Lindelt. Man weiß nicht viel über die Erzdrakensekte und ihre uralten Rituale, doch es heißt, ihre eingespielten Wunder und ihr selbst im Angesicht des Todes
Standhafter Glaube hätten sie einst zu starken Rivalen der Dranglake-Truppen gemacht. Mhm. Ist das das Gewand, was ich als Kleriker auch habe? Nee, ist ein bisschen anders, oder? Ah, hier, schön. Ah, ist das cool. Aber nein, wir bleiben bei Havelsrüstung. Sag mal, können wir jetzt die Stulpen nehmen? Oh, klasse. Super. So langsam fühle ich mich echt ziemlich mächtig. Aber ich glaube, demnächst wird irgendwann wieder ein Boss folgen. Der wird uns dann wieder kräftig in den Arsch treten. Und ich denke mir, okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, Leute. Ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Es ist wieder soweit. Leider. Oh Gott, die Zeit vergeht so schnell in Dark Souls. Ja, ich hoffe natürlich, mir hat es euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, ich und der gute Ommel verabschieden uns und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann.